Thierse. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass wir mal einmal kurz miteinander ins Gespräch kommen können. Sie sind bekennender Katholik, was man mit einem DDR-Bürger, ehemaligen DDR-Bürger vielleicht nicht immer sofort verbindet. Mich würde interessieren, inwiefern Ihr Glaube in Ihrer politischen Laufbahn eine Rolle gespielt hat. Man kann sich selber ja nicht angemessen bewerten. Ich bin auf sehr selbstverständliche Weise Christ. Und das bin ich natürlich auch als Politiker. Ich bin ja nicht schizophren. Da ist der Politiker, da ist der Christ. Der Christ ist nur privat und der Politiker ist öffentlich. Nein, ich habe schon versucht, den Maßstäben des Christlichen, von denen ich meine, es seien sie, auch in der Politik zu folgen. Und das heißt, gelegentlich soll man es sich als Christ in der Politik etwas schwerer machen mit Entscheidungen, indem man überlegt, welche ethischen Verpflichtungen resultieren aus dem christlichen Glauben. Und eine zweite Bemerkung. Ich glaube, als Christ weiß man, dass Politik nicht alles ist, dass die Gefährdungen des Politischen im Totalitären liegen, also zu meinen, man sei als Politiker für alles zuständig und müsse alles lösen können. Und da hilft der Glaube schon, dass man weiß, in der Politik geht es um das Wohl der Menschen, möglichst aller, möglichst viele. Und im Glauben, in der Religion geht es um das Heil der Menschen. Politik darf nicht für das Heil zuständig sein. Da wird es gefährlich. Das kenne ich aus der kommunistischen Welt. Also diese Grundüberzeugung, dass die Politik die Regelung des Vorläufigen ist und nicht des Endgültigen, das hat auch was Befreiendes. Denn der Anspruch und die Erwartung an die Politik und die Politiker ist riesig. Und dann zu wissen, wir sind nicht allzuständig, wir müssen uns nicht einbilden, allmächtig zu sein, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundeinstellung. Ich bin der Überzeugung, dass ich das meinem christlichen Glauben verdanke. Eine weitere, Sie haben es gerade schon kurz angerissen, im Moment gesellschaftliches Problem ist der zunehmende Rechtsextremismus, auch zunehmender Rechtspopulismus. Sie haben sich da immer ganz aktiv gegen engagiert. Gleichzeitig beobachten wir, dass rechtspopulistische Ansichten zum Teil sogar in der gesellschaftlichen Mitte Akzeptanz finden und unsere demokratische Grundordnung zunehmend von diesen Richtungen in Frage gestellt werden. Welche Aufgabe sehen Sie in der Politik, aber halt auch in der Gesellschaft, sich gegen diese Strömungen zur Wehr zu setzen? Also wir sind wirklich in einer gefährlichen Situation. Viele Menschen erleben auf eine geradezu sie beunruhigende und ängstigende Weise die Gleichzeitigkeit vieler dramatischer Veränderungen. Also wir nennen sie mit dem Schlagwort Globalisierung, das heißt Entgrenzung und Beschleunigung ökonomischer, technologischer Entwicklungen, der internationalen Arbeitsteilung. Ein Teil davon sind die Flüchtlingsbewegungen, sind eine Seite einer offenen, entgrenzten Welt, die digitale Transformation, die Beobachtung einer Weltunordnung, der Terrorismus, gewaltsame Konflikte, die wieder zugenommen haben. All das erzeugt eine tiefe Verunsicherung bei vielen Menschen. Und das Bedürfnis wird dramatischer nach den einfachen, schnellen Lösungen, ja nach Erlösung. Und das ist die Stunde der Populisten. Das macht das Gefährliche aus. Und deswegen geht es immer wieder darum zu zeigen, die Demokratie dadurch zu verteidigen, dass sie nicht für Erlösung zuständig ist, sondern für die Lösung von Problemen und dass das nur schrittweise geht. Und dass die Demokratie ihrer inneren Natur nach langsam ist. Und ich lobe diese Langsamkeit, weil sie die Chance bietet, dass all diejenigen, die es denn wollen, sich an den Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen der Demokratie beteiligen können. Ein Diktator kann schnell entscheiden. In der Demokratie geht es manchmal quälend langsam zu. Aber das ist die Chance, dass sich viele beteiligen. Es geht nur Schritt für Schritt und das muss immer wieder neu erlebt werden und Politik muss selber erklärend argumentieren. Und ich glaube, dass auch Christen und die Kirchen dabei eine Verantwortung haben, auf solche Unterscheidungen zu achten. Die Wertschätzung der Demokratie als Lebensform der Freiheit. Es ist übrigens auch dann die politische Lebensform
der Religionsfreiheit, die politische Lebensform der Religionsfreiheit. Es ist ganz wichtig, dass Kirchen haben lange gebraucht, ehe sie sich zur Demokratie bekannt haben. Jetzt haben sie hoffentlich endgültig gelernt, dass eine freie Gesellschaft auch die Lebenschance für die Kirchen und für die Christen sind. Und das immer wieder neu zu erklären und zu verteidigen, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir gegenwärtig besonders dringend haben. Welche Aufgabe sehen Sie dann vor allen Dingen für eine katholisch-soziale Akademie, wie es die Kommende Dortmund ist? Akademien wie die Kirchen überhaupt müssen Orte sein, in denen Gespräch ermöglicht wird zwischen Menschen, die voller Ängste, voller Wut sind, voller Vorurteile, tief verunsichert sind und die deswegen auch verführbar sind und in Konfrontation gegeneinander. Und Menschen ins Gespräch zu bringen und dabei auf eine aufklärende Weise über die eigenen Verhältnisse zu reden, über die Chance, die man in einer Demokratie hat, sich selber in die eigenen Angelegenheiten einzumischen. Es gibt nämlich so eine Art von, wie ich beunruhigt beobachte, autoritäre oder konsumistische Einstellung zur Demokratie. Die soll alles. Ich erwarte von denen da oben alles und da sie es nicht prompt liefern, verachte ich sie. Demokratie ist die Einladung, die eigenen Angelegenheiten mitzugestalten und nicht da zu sitzen, gewissermaßen zu warten, dass die anderen es für mich selber regeln. Aber wie man sich einmischen kann, wie man mitgestalten kann, das muss man lernen, immer wieder neu lernen, in die Institutionen. Welche Konflikte, welche Probleme kann man wie lösen, welche Lösungsmöglichkeiten, welche Alternativen gibt. Und da ist so eine Akademie wie die Kommende ein wunderbarer Ort, das miteinander im Gespräch, im aufklärenden Gespräch zu lernen. Ganz herzlichen Dank. Bitte. So, Prost.